Hey Leute, was geht? Mein Name ist Fanta und bevor ich jetzt mit dem Live-Kommentar zu Black Ops 2 wieder anfange, eine Runde Freefall wird dann nachher gespielt, bevor ich anfange, ich habe euch im letzten Video den Auftrag erteilt, ihr sollt mir ein paar Fragen stellen zur FAQ in die Richtung, einfach wenn ihr irgendwelche Fragen zu Black Ops 2 habt, da ich das Spiel schon ein bisschen jetzt gesuchtet habe am Wochenende auch, wenn ihr Fragen habt und wirklich etwas, was euch auf der Zunge liegt und ihr wisst es jetzt nicht und ihr seid euch besonders bei irgendeinem Punkt in Black Ops 2 nicht sicher, könnt ihr mir die Frage stellen. Haben viele, freut mich, haben richtig viele gemacht und ich habe schon gemerkt, da kristallisiert sich ein Muster heraus, wirklich wenige wissen über Prestige Bescheid, aber das ist so simpel eigentlich. Ich habe mich dann wieder so ein bisschen noch auseinandergesetzt, um euch da wirklich keinen Blödsinn erzählen zu müssen. Zuallererst, mit Level 55 kann man ins Prestige gehen. Es gibt 10 Prestiges, 10 Prestige-Embleme verschiedene. Wenn man aber das Prestige 10 erfolgreich absolviert hat, kann man das Master Prestige, das sogenannte, nehmen, bekommt man noch ein geileres Emblem. Das könnt ihr alles auf meiner Homepage in der Videobeschreibung verlinkt einsehen unter dem Menüpunkt Prestige, also Call of Duty Black Ops 2 und dann Prestige in dem Dropdown-Menü anwählen. Da könnt ihr das übrigens alles nachlesen, was ich euch jetzt auch erzähle. Hier, ich bin Prestige Level 2, Level 45. Wenn ich Level 55 wäre, könnte ich unter dem Menüpunkt Kaserne hier in Prestige-Modus anwählen, zack, in Prestige gehen. Wenn ich das machen würde, wäre hier Prestige-Auszeichnungen freigeschalten und ich wäre wieder Level 1, aber im nächsten Prestige. Soweit so gut, eigentlich alles klar. Was verliert man jetzt, wenn man ins Prestige geht? Ihr verliert eure Level, das heißt, ihr seid wieder Level 1. Ihr verliert nicht eure Waffenlevel, ihr verliert auch nicht eure Waffentarnungen. Das ist ganz, ganz wichtiger Punkt. Weiters bekommt ihr aber auch die Möglichkeit, hier neben Prestige-Modus dann reinzugehen in Prestige-Auszeichnungen und euch eine super tolle Auszeichnung zu nehmen. Da kann man sich aussuchen, entweder nimmt man einen weiteren Klassen-Editor-Slot oder man setzt alle Stats zurück. Und da müsst ihr jetzt aufpassen, das ist wirklich alle Stats zurück. Das heißt, alles ist auf Null, wie als würdet ihr das Spiel jetzt gerade erst neu einlegen. Zum allerersten Mal spielen diesen Multiplayer. Das ist wirklich alles auf Null, Grandaniada. So, und ihr könnt euch die Freischalt-Token zurücklegen wieder. Das habe ich jetzt gerade vorhin probehalber mal gemacht, weil ich mir nicht sicher war, was das bewirkt. Wenn ihr Prestige geht, erhaltet ihr neben dem Prestige-Emblem einen Ultra-Freischalt-Token, nenne ich ihn. Den seht ihr da unten bei mir auch in der Mitte, ganz unten vom Bildschirm steht ein dauerhaftes Freischaltobjekt. Das hat man immer. Dieser Menüpunkt, dieser Belohnungspunkt da, dass man diese Freischalt-Token bekommt, hat nichts mit dem dauerhaften Freischaltobjekt zu tun. Das ist, war eine falsche Annahme von mir am Anfang direkt auch. Es werden alle Freischalt-Token zurückgelegt einfach. Beispiel, ich habe das jetzt gerade vorhin gemacht, habe auch schon öfter Beispiel mal Plünderer gespielt. Jetzt habe ich es wieder zurück und müsste mir jetzt wieder neu freischalten. Also im Endeffekt bringt das eigentlich gar nichts. Kann ich euch empfehlen, nehmt immer den Klassen-Editor-Slot. Ich war dumm und habe es nicht gewusst bis jetzt. Jetzt weiß ich es und jetzt werde ich es in Zukunft auch so machen. Eure Waffentarnungen, habe ich wie schon vorhin gesagt, verliert ihr nicht. Eure Titel verliert ihr übrigens auch nicht. Titel und Waffentarnungen sind sowieso das Einzige, was man euch nie nehmen kann. Wie schaut es jetzt aus mit dem Waffenprestige? Also zum Prestige sollte jetzt eigentlich alles geklärt sein. Wenn ihr trotzdem Fragen habt, dann lest es auf dem Blog nach. Zum Waffenprestige, das ist ganz simpel. Waffen können ins Prestige gehen. Beispielsweise MSMC bin ich jetzt Waffenlevel Max. Steht maximal. Höchstes Level. MCS, diese Remington Shotgun, bin ich Level 5. Wenn ich mit der alle Aufsätze frei habe, Waffenstufe 10 steht hier, dann bin ich Level maximal. Dann könnte ich mit der Waffe ins Prestige gehen. Dazu wähle ich hier einfach die Waffe an und könnte Prestige drücken, wenn es zur Auswahl stünde. Das wäre dann mit Dreieck. Ich weiß nicht, habe ich das irgendwo zur Auswahl, um das kurz demonstrieren zu können? Nein, denke nicht. Doch, hier, MSMC, genau. Maximales Level mit Dreieck Prestige Waffe. Mache ich jetzt irgendwie aber nicht, weil ich vorher schon getestet auch habe mit der MP7 und mit den ganzen anderen Waffen. Egal, who cares. So, wir gehen jetzt davon aus, ihr seid ins Prestige, ins Waffenprestige gegangen. Was habe ich nun jetzt verloren? Ihr habt eure Tarnungen natürlich nicht verloren. Hier, MP7, Level, Waffenstufe 2, einmal Prestige sieht man am Sternchen. Wenn ich jetzt Dreieck drücke zum Tarnungen auswählen, habe ich alle Tarnungen, die ich vorhin freigespielt habe. Dasselbe gilt auch, welche Waffe habe ich da noch? Die PDW, glaube ich, ja. Hier habe ich auch alle Tarnungen, die ich mit der freigespielt habe. Ihr merkt, das sind weniger als mit der MP7, aber ich habe die MP7 auch krasser gesuchtet. Die Aufsätze werden aber resettet mit dem Waffenprestigenieren. Hier, jetzt habe ich nur mehr das Reflexvisier. Ist zwar schade, aber gut, who cares. Also zum Waffenprestige sollte es eigentlich auch alles geklärt sein. Wie man das Waffenprestige auswählt, nochmal, ihr geht einfach da im Menü rein, dann hier Dreieck drücken, oder steht ja rechts unten unter den Stats von der Waffe, Waffenstufenfortschritt, maximal Prestige, Waffe, fertig. So, und was noch gefragt worden ist, wie kann ich, obwohl ich Prestige gegangen bin, ein Geist spielen mit Level 30 beispielsweise. Ich habe meinen ultimativen Freischalt-Token einfach dafür eingesetzt.
Also geht ihr dazu einfach rein. Beispielsweise ich will jetzt als Level 46er die letzte Sniper spielen. Gehe ich dahin, XPR 50 und drücke R1. Das steht ganz unten am Bildschirm, steht R1 Gegenstand permanent freischalten. Dann könnt ihr, sobald ihr den Klasseneditor habt, dieses Perk freischalten. Ich habe das mit Ghost gemacht, klarerweise. Das dürft sich auch von selbst verstehen. So, und jetzt mache ich mir direkt auch eine Klasse, weil wir spielen jetzt eine Runde Live Free for All. Wie immer eigentlich. So. Jetzt könnt ihr euch direkt anschauen, wie ich meine Klasse so immer gestalte. Wie die bei mir eigentlich immer ausschauen. Das ist im Prinzip immer das Gleiche. Es ist wirklich fast immer das Gleiche. Dazu, ich brauche euch da jetzt auch keinen Guide wirklich machen. Einfach Hardliner und Geist. Geist zwecks dem Drohnen-Gespammer, der zurzeit nun mal immer ist. Und Hardliner einfach, damit ich meine Killstreak schneller bekomme. Zähigkeit hilft scheinbar doch relativ viel. Das ist mir persönlich jetzt aufgefallen, wenn man nicht wirklich Brain Spray macht, obwohl Brain mit diesem Laservisier richtig gut geht, nützt es schon einiges. Also Zähigkeit taugt schon. Wurde auch teils mit dem Patch angeblich ein bisschen verstärkt. Und ansonsten Gewandtheit, das ist jetzt alles nicht mehr so notwendig, aber ich habe es trotzdem dabei, einfach weil es schön ist. So, danach wählen wir uns für die Waffe direkt was aus. Schalldämpfer kann man immer gebrauchen, aus Prinzip einfach. So, der Schaft. Magazinerweiterungen braucht man nur auf deinem SMC. Und ansonsten noch Primärwaffe, weil ich möchte einfach drei Perks drauf haben. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube, ich mache den Lasermarkierer drauf oder ich mache den Vordergriff. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ich mache den Lasermarkierer, damit ich mehr sprayen kann. So, und schon sind meine 10 von 10 weg. Und wir fangen jetzt auch direkt an mit Free for All. Gut, Free for All, suchen. So, und für all jene, die jetzt direkt den Prestige-Erklärungsmodus übersprungen haben, zack, jetzt geht's los. Jetzt können wir da direkt suchten. Und ich fange auch direkt mit den Fragen an. Ich habe da jetzt die Fragen ausgedruckt. Und da fangen wir auch direkt jetzt gleich an mit der ersten Frage, die ich mir da eingekringelt habe, die ich zuallererst vorlesen wollte. Ich mute euch. Wieso hast du 88 IT als Clan-Tag? Nazi-Fragezeichen. Und warum hast du das Messer dabei, wenn du es eh nicht magst? Gefragt von SS Fighter 133. Nun ja, also 88 IT ist ja schon ganz nett, die Überlegung. Das heißt aber 8-Bit, mein lieber Herr. Das hat nichts mit nationalsozialistischen Veranlagungen meinerseits zu tun oder sonst irgendwas. Das ist tatsächlich einfach 8-Bit. Das sieht nur vielleicht ein bisschen aus wie 88 IT. Das Bit, das B des Bits, werde ich vielleicht auch mal klein nachher schreiben. Sonst soll ich das erklärt haben. Oder geklärt haben. Warum habe ich das Messer dabei, wenn ich es nicht mag? Nun ja, vorhin habe ich noch kurz meine Klasse zusammen gestellt. Oh nein, Bouncing Bat, die ist okay. Ich habe vorhin kurz meine Klasse zusammengestellt und da hat man gesehen, dass ich keine freien Punkte für eine Secondary habe. Und wenn man keine Secondary dabei hat, dann hat man nun mal zum Fuck. Hat man nun mal automatisch das Messer dabei. Deswegen ist es halt so, dass ich das Messer habe. Ich habe da schwer eine andere Wahl. Warum verrecke ich gerade? Kommen wir auch gleich zu einer anderen Frage. Auf welcher Geschwindigkeit spielst du? Welche Sensitivity spielst du in Black Ops 2? Haben wir gerade 10, 6. Die ist ein bisschen anders, ich spiele normal auf Geschwindigkeit 3. In Black Ops 2 ist es aber so, dass die etwas verändert wurden. Es geht jetzt auch nicht mehr nur bis 10, sondern bis 15. Wieso verrecke ich jetzt schon wieder? Ist ja peinlich. Und meine Killstreaks, welche Killstreaks verwendest du? Normalerweise habe ich nur die Drohne in Freefall dabei, Konterdrohne und dann den Obsidian, wie er liebevoll uns genannt wird. Also zu Deutsch, der Orbitalsatellit. Das ist dieser Blackbird. Normalerweise spiele ich dieses Setup, ich weiß gerade nicht, ich habe es gerade vorhin verschwitzt, weil ich mit dem einen Prestige-Token alle Freischalt-Tokens wieder zurückgesetzt habe und nur noch keine, also nur diese Standard-Killstreaks dabei habe. Habe ich etwas verpennt? Schade, kein Problem. Aber ich hoffe, ihr entschuldigt das natürlich. Wieso kann ich... Ihr merkt, warum ich dieses Messer hasse, weil ich es einfach nicht kann. Ich bin wirklich zu beschränkt dafür. Ich kann es nur einfach wirklich gar nicht. Ich bin der Schlechteste im Messern. Wirklich, ohne Witz, wenn ihr mich mal in Freefall in der Lobby seht, braucht ihr nur wie behindert auf mich zulaufen. Und ich bin machtlos. Ich kann einfach nicht messern. Ich bin dafür viel zu inkompetent. So, 6-5, ich führe. Nächste Frage. Wieso leckt es mit dir eigentlich? Du spielst ja auf der PS3. Nur, also das stimmt schon, aber es ist einfach kacke programmiert für die PS3. Aus irgendeinem Grund meinten ja auch viele, dass es auf der Xbox wesentlich besser aussieht, das Spiel, als auf der... Warum sterbe ich? Als auf der PS3, obwohl die PS3 ja rein vom Technik her grafisch viel mehr leisten müssen könnte. Tut sie eigentlich auch, aber irgendwie aus irgendeinem... Warum hat mich der nicht mal bemerkt? Aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht erklärbar sind, außer dass es schlecht programmiert einfach ist für die PS3, schlecht portiert. Gehe ich davon aus, wie gesagt, dass es so ist. Und deswegen laggt es bei euch so. Mal ganz abgesehen, also laggt das Spiel allgemein etwas. Warum es bei euch laggt?
Im Browser kann ich euch auch erklären, das ist ganz einfach, weil der, euer Browser nicht up-to-date ist und YouTube spackt wie scheiße. Das Adobe Java Player, keine Ahnung wie das auch immer heißt. Dieses Teil auf jeden Fall wird geupdatet, das Update hat mir gerade vorhin runtergeladen. Ich bin so schlecht. Auf jeden Fall gibt es jetzt ein Update, das sollte jetzt alles auch flüssiger laufen. Wenn ihr euch aber die vorherigen Gameplays nicht angeschaut habt, weil ihr dachtet, es ist sein Laggy, ja, es liegt nicht am Gameplay oder der Aufnahme, das liegt tatsächlich einfach an YouTube. Gehen wir weiter zur nächsten Frage. Kannst du mir helfen? Ich verliere immer zu zwei Kämpfen, ich weiß auch nicht warum. Der Gegner tötet mich mit 1 bis 2 Schüssen oder messert mich direkt. Nun, das Messern, das muss man sich einfach angewöhnen. Ich hasse Messern ja auch. Die Zweikämpfe zu gewinnen ist in Black Ops 2 gar nicht so schwer. Nehmt euch diesen Laserpointer und ihr braucht nur Hipfeiern. Weil das eigentlich ziemlich gut geht, wie man gerade gesehen hat. Braucht man wirklich nicht viel können. Ansonsten, um Zweikämpfe zu gewinnen, Dropshotten, wie ich es jetzt gerade gezeigt habe. Oder Jumpshotten, das habe ich auch mal erklärt. Das ist die bessere Variante von Dropshot. War in dem Jahr? Ja, nein. Das bedarf einfach einiger Übung. Man spielt Freefall, da sind eher Zweikämpfe, weil in Team Deathmatch wird einen oftmal der Kill gestealt. Sprich, ein Teamkollege nimmt dir den Gegner weg und also mehr oder weniger wegnehmen. Also sagen. Und das ist dann halt schade. Und ich habe Blitzschlag. Nice one. So, wie platzen wir den am schicksten? Nur mit dem, also ich komme mit dem Blitzschlag eigentlich wirklich gar nicht zurecht. Zumande. Ich mag den auch nicht so. Der wird übrigens auch gebufft. Genervt. Verschwächert. Ist Deutsch. Der David Wonder hat, der twittert ja ganz kräftig. Der hat letztens ganz, ganz viel gespammt in Twitter. Und da meint er so, ja, dass jetzt Statistiken analysiert werden, was so am häufigsten gespielt wird und das wird genervt. Was wenig gespielt wird, wird gebufft, stärker gemacht zu Deutsch. Finde ich ganz gut, dass er das macht, also dass er es zumindest anpreist. Aber das macht es halt so eine Geschichte, aber gut. Erst ist ja meistens so, dass man da was ankündigt und macht was man will. So. Scheiße. Ich sollte mich schon langsam sputen. Jetzt habe ich auch noch den Dragonfire da ausbilden, mit dem ich so und so nicht zurande komme. Wenn ich das Gameplay jetzt verliere, weil ich keinen Gegner finde mit dem Teil. Kann ich das irgendwie killen, ja, so. Bin ich jetzt tot? Sag mal, was zum Fuck? Das ist doch unlogisch. Der zweite ist aber auch gar nicht schlecht, muss ich meinen. Also ich wollte jetzt gediegen eigentlich spielen. Das ist schon die nächste Frage. Wie schnell steigt man in Black Ops 2 auf? Ja, man steigt auf, indem man einfach spielt. Wie schnell steigt man auf? Es kommt drauf an, wie gut du spielst. Ich glaube eher, dass gemeint war, wie steigst du so schnell auf? Das wurde auch gefragt, wie steigst du so schnell auf in Black Ops 2? Nein, ich suche jetzt nicht, wie so richtig übertrieben. Es gibt nur Modi, da bekommt man mehr Punkte dafür. Das wäre zum Beispiel, ja, der Modus Kill Confirmed. Da bekommt man einfach für das Bestätigen eines Abschlusses nochmal 100 Punkte. Oder 50, bin mir jetzt gar nicht sicher. Hier, eine Bouncing Battle. Da bekommt man einfach richtig viele Punkte, schön dafür. Kann ich mir empfehlen, spielst Abschluss bestätigt. Da kriegt man richtig schnell die Killstreaks und richtig schnell schön viel Punkte. Mal ganz davon abgesehen, kann man mit der Drohne und mit dem Orbitalsatellit oder der Konterdrohne viele schöne Punkte geiern. Man bekommt Konterdrohnen oder Orbital-Assists, einfach wenn einer oben ist. In Free-For-All zwar nicht, aber dafür in zielbasierten oder Team-Modis, wie zum Beispiel Kill Confirmed oder Team Deathmatch. Wieso verrecke ich schon wieder? Ist ja peinlich, was ich gerade mache. 23,9. Der 3er KD wird wohl gehen. Apropos, das wurde auch gefragt. Wie schaut es mit der KD aus bei dir? Am besten zu allen Teilen von COD. Nun, also in Black Ops habe ich zurzeit, glaube ich, eine 2er KD. Es ist natürlich, klingt jetzt auch am Anfang auch halbwegs okay, gut, aber Black Ops 2 sind jetzt relativ viele Anfänger noch online. Gerade jetzt am Anfang eben. Und da ist natürlich, die wird natürlich wieder sinken. Auch mein Standard ist immer meistens so ein 1,6er, weil ich scheiße baue. Das ist leider auch so. Dann können jetzt alle sagen, ah ja, das ist noch eine Ausrede. In Wirklichkeit bist du einfach schlecht. Also ich bin nicht der beste Spieler, aber ich bin gut. Und ich mache halt auch viel Blödsinn. Das ist so was. Ich tue halt gerne mal für Herausforderungen spielen oder so. Wieso kann ich. Doch, dieser Bouncing Betty ist doch wirklich grauenhaft. Also wirklich, nehmt die einfach nicht mit. Nehmt doch lieber einen extra Perk mit und zeigt, dass ihr auch in Zweikämpfen was drauf habt, dass ihr auch das Spiel anständig spielen könnt. Und nicht mit euren Bouncing Betty Camping like a Boss. Da kann doch nicht wirklich jeder. Das ist doch einfach grauenhaft. Sag mal. Irgendwo muss es auch eine Grenze geben. Also die KD ist ja wirklich auch schon wieder unfassbar. So geht's eigentlich nicht. Wieso suche ich keinen Gegner? Nehme ich wieder meine Secondary und schieß mit ihr.
Ja, weniger. Wieso habe ich keine eine Secondary und eine Schaldi? Das würde ich mir wünschen. Sag mal, was machst du da? Du kennst da wohl nicht. Ich hoffe es für dich. Ja. Huch, da. Ach, Mann. Einmal so rum. Er will mit mir Verstecken spielen. Ach, das finde ich nett von dir. Richtig, richtig nett. Ach. Erstmal auf mich aufmerksam machen. Jetzt glaubt er, ich bin da drin. Und will mich irgendwie holen. So, gut, die Drohne war dann auch damit geklärt. So, ich bin hier. Kommt alle zu mir. Ich will das Spiel gewinnen. Kommt alle zu mir. Falls jemand jetzt nach meiner Präzision noch fragen sollte, ja, jetzt wisst ihr warum. Obwohl die eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Aber das bringt schon was, glaubt mir. Dieses Rumgeschieße. Die werden alle ganz geil drauf, wenn sie konstant Punkte sehen auf dem Radar. Und dann kann man sie schön abgreifen und abziehen, so wie ich das eben gemacht habe. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat, mehr oder weniger. Ich meine, es ist gar nicht so leicht, wirklich auch gescheit zu spielen, wenn man dabei irgendwie Fragen beantwortet. Das hat schon irgendwo einen Reiz. Ich werde das natürlich jetzt weitermachen. Wie gesagt, jeden zweiten Tag kommt Call of Duty Black Ops 2 Live-Commentary oder nachkommentiert. Das variiert halt je nachdem, wie ich Zeit habe. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Cheerio, euer Fanta.